EU prüft Abschaffung kleiner Zentmünzen. Fast die Hälfte aller Euro-Münzen im Umlauf sind 1- und 2-Cent-Münzen. Die kosten allerdings teilweise mehr, als sie wert sind. Nun kündigte auch die EU an, ein Abschaffungsszenario zumindest durchzuspielen. Das klang Anfang des Jahres noch anders. 1- und 2-Cent-Münzen werden in der EU wohl noch mindestens ein paar Jahre regulär im Umlauf bleiben. Die EU-Kommission in Brüssel kündigte an, einen Gesetzesvorschlag für eine EU-weite Abschaffung Kleinstgeldes frühestens Ende 2021 vorzulegen. Bis dahin will die Behörde zunächst den Gebrauch bewerten und die Folgen einer Abschaffung abschätzen lassen. Die Kommission hatte das Thema Anfang des Jahres erstmals angesprochen. Im Januar forderte sie gemeinsame Regeln der Rundung im Handel und kündigte Konstellationen mit den Mitgliedstaaten an. Eine Abschaffung der kleinsten Münze strebe sie zunächst aber nicht an, hieß es damals auch, wenn dadurch Kosten für Transport und Herstellung der Münzen und die Mühe beim Zählen gespart werden könnten. In Deutschland sprachen sich in der Folge Vertreter von CDU, SPD und Grünen für eine Abschaffung aus. AfD, Linke und FDP positionierten sich dagegen. In einigen EU-Ländern, etwa Finnland, Holland und Italien, wird im Handel bereits seit längerem auf den nächsten 5-Cent-Betrag gerundet. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, waren bis Ende vergangenen Jahres rund 36,7 Milliarden 1-Cent-Münzen und etwa 28,2 Milliarden 2-Cent-Münzen in der Eurozone im Umlauf gebracht worden. Sie machen damit fast die Hälfte aller in Umlauf befindlichen Euro-Münzen aus. Laut Bundesfinanzministerium ist eine 1-Cent-Münze in der Herstellung teurer als ihr Nennwert. Ja, meine Meinung zu dem Thema. Also ich bin dafür, dass die 1- und 2-Cent-Münzen abgeschafft werden. Von mir aus ruhig noch die 5-Cent-Münze. Denn ja, man nutzt diese Münzen ja auch nicht so oft. Und es ist nervig, wenn man an der Kasse steht und alten Leuten dabei zusieht, wie sie in ihrer Tasche graben, um 1 Cent oder so rauszuholen. Das ist sehr nervig. Und es ist auch unnötiger Ballast, denn das Portemonnaie wird dadurch viel schwerer. Und ja. Und nein, es hat nichts mit Bargeldabschaffung zu tun. Nein. Denn ich bin auch gegen Bargeldabschaffung. Denn, ja, Bargeld ist halt Freiheit. Und es kann halt niemand, weder Staat noch die Banken können sehen, was ich kaufe. Bei Kartenzahlung kann man das halt sehen. Können halt Staat und Bank sehen, was ich kaufe. Und ja. Und was auch für Bargeldzahlung spricht, dass man halt mehr auf sein Geld achtet und halt nicht so viel kauft. Denn man sieht sein Geld im Portemonnaie.
Und wenn man nur noch halt mit Karte zahlt, dann ist man unvorsichtiger, kauft vielleicht viel mehr. Und ja, dann heißt es einfach rein, raus. Und ja, die Ausgaben sieht man nur, wenn man halt aufs Konto schaut. Und was würden denn auch so manche Branchen wie zum Beispiel im Restaurant sagen, wenn man nur noch mit Karte zahlen soll? Solche Branchen wie Restaurant zum Beispiel leben vom Trinkgeld. Ja, aber am Ende des Tages sollte jeder selbst frei entscheiden, ob er mit Bargeld zahlen soll oder halt möchte oder halt mit Karte zahlen möchte. Aber zurück zur Realität. Es geht hier ja nicht darum, das Bargeld komplett abzuschaffen, sondern nur die 1- und 2-Cent Münzen abzuschaffen. Und ja, das sollte auch gemacht werden. Denn 1- und 2-Cent Münzen sind, wie gesagt, einfach nur Ballast und unnötig. Ja. Und natürlich spielt vielleicht ein kleiner Grund die Rolle, dass man halt mehr Geld bei der Bank lagert. Denn um Geld bei der Bank zu lagern, wenn man Geld bei der Bank lagert, muss man ein bisschen dafür halt zahlen. Das spielt natürlich auch eine kleine Rolle, aber die größte Rolle spielt, glaube ich, dass die 1- und 2-Cent Münzen einfach unnötig sind und dass die wirklich niemand braucht. Ja, schreibt gerne eure Meinung jetzt so in die Kommentare. Seid ihr auch für die Abschaffung der 1- und 2-Cent Münzen? Wenn ja, warum? Und seid ihr für Bargeld oder seid ihr gegen Bargeld? Schreibt es in die Kommentare.